Wow. Ja, das Problem ist, dass Boltax selber nicht in der Wurzelkaiserin war und auch in der Stadt in der Tiefe hast du ihn nicht gesehen. Das ist jetzt das Problem, was ihr habt. Priesterkaste. Zumindest zwei von den dreien sind Priesterkaste. Der andere sieht viel mehr aus wie, als wäre er auswärtig gewesen. Seine Rüstung weist ihn viel mehr als Krieger und nicht als Priester aus. Damit würde er in der Kaste darunter stehen. Er wirkt aber nicht wie ein Besucher. Auch ein Auf welcher Sprache Krakonier. unterhalten die sich denn? Rissa. Die Sprache der Okay, Krakonier. verstehe ich Also nicht. vielleicht wird das Abel mir heraushören, vielleicht auch Serpentilio. Nicht Das da? ist, nee, genau, du bist nicht da, aber das ist ein Urrissar, vielleicht ursprünglicher als das, was die Echsen dann gesprochen haben. Was? Die Sprache der Krakonier? Proto-Tulemia in die Richtung. Nee, also Proto-Rissar ist das eigentliche, also die Krakonier haben den Echsen gelehrt, wie man spricht. Als die Wow. Krakonier nach oben gestiegen sind. Okay, cool. Jo. Ja, also wie Ja. gesagt, zwei Priester und ein Krieger von auswärts, der viel mehr Diplomatenstatus hätte. Sowas. Gut, ich kann mich an das Gespräch nicht mehr erinnern, das ich mit hier Dixus geführt habe, mit Nakul, glaube ich, weil ich gepasst habe. Insofern, ja. Nee, du kannst dich nicht an das Gesicht von Gul'jogor erinnern. Das ist das Problem. Ja, und ich kenne es nicht, aber wir wissen, dass er hier sein Er soll. sollte hier sein. Und ihr habt gehört, dass Gul'jogor und Gul'jok'juk verwandt sind, weil sie aus dem gleichen Genau, Laich aus dem kommen. gleichen Laich sind. Genau, also daraus könntet ihr euch jetzt was zusammenreimen, aber Abelmir erkennt ihn nicht. Ja, aber Das. das Zusammenreimen kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, doch. Das könnte der ehemalige Kapitän der Wurzelkaiserin sein. Möglich. Das war das Schiff, was wir in der Stadt aus der Tiefe zerstört haben, oder? Ja, ich fürchte auch, er wird uns nicht wohlgesonnen sein, fürchte ich. Naja, dann ist er schon mal nicht unser Ziel, sondern einer von den beiden anderen. Wir müssen nur herausfinden, spricht er nur mit einem oder spricht er wirklich immer abwechselnd mit beiden Priestern? Oder wendet er sich recht konsequent an Aber einen von dem. vornehmlich werden die beiden Brüder miteinander sprechen. Okay, gut. Kann man Namen hören oder verstehen? Oder sprecht die mit Namen an oder sprecht die mit Titeln an? Oder wie machen die das? Also aktuell sprechen sie halt die ganze Zeit untereinander. Das heißt, sie werden den Namen nicht benutzen, aber du kannst sowas wie Argumente heraushören, dass alte Feindschaften der Krakonier wohl eher den Landbewohnern nur nützen. Wenn die Krakonier Feindschaft miteinander haben, das ist nichts Natürliches und man sollte sich immer erst gegen Landbewohner wenden, bevor die Krakonier sich untereinander bekämpfen. Das sind so die Argumente. Die diskutieren, ob sie den Feind unter sich suchen oder gegen uns führen, den Krieg. Nun, dann scheint das wohl sein Bruder zu sein, in der Tat, oder? Ja, das muss Gul'jok'jok sein. Ja, ich würde mir mal Gul'jok'jok einprägen. Vom Aussehen her. Unglaublich Wie der aus. fett, würdest du meinen, also selbst für einen Krakonier, unglaublich fett. Er trägt eine Gladiatorenschulter und einen Rochenstacheldolch, auch relativ präsent. Zusätzlich dann eben seine Robe und diese Tiara, die er aufhat, deutet ihn im Gegensatz zu dem anderen Priester neben ihm als Hohepriester. Ah, okay. Ja, Also gut. das ist Ratsmitglied und dann eben Anführer des Yonaho-Tempels. Wir sollten warten, bis sie alleine ist und dass du deinen Zauber wirken kannst. Nun, er muss schlafen. Wir warten, bis er schläft. Und ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben. Andernfalls kann ich es nicht über einen Traum machen. Dann muss ich es über eine Halluzination machen. Auch das ginge sicherlich. Kannst du ihn nicht schlafen schicken, wenn er alleine ist, dann mal rum? Nun, prinzipiell ja, aber der Schlafzauber erzeugt keine Träume. Es ist ein traumloser Schlaf. Ihr könnt unter euch etwas dröhnen hören, als würde da Stein auf Stein schaben und eine gewaltige Tonnage sich gerade bewegen.
Dann könnt ihr es wieder silbern leuchten hören, sehen. Und ihr könnt kakophonische Gesänge vernehmen. Direkt in eurem Kopf. In verschiedenen Stimmen, die keine Stimmen sind. Ihr singt dort. Ist es auch? Gehen die gegen MR? Die gehen nicht gegen deine MR, weil sie göttlich sind. Okay. Dann kannst du merken, es ist fast so wie diesen Zauber, den du selbst gegen andere benutzt hast. Du merkst, wie du so ein bisschen anfängst zu tanzen. Deine Arme so zucken hin und her. Du willst tanzen, einfach nur tanzen. Du hast nie etwas Lieblicheres gehört als diese kakophonischen Gesänge, die du nicht einmal verstehst. Fast wie ein Fischmensch oder ein Dekapus willst du deine Arme ausbreiten, alle die du hast. Wiegst dich so ein bisschen in diesem Druck der nachtblauen Strömung. Auch wenn du hier gerade im Verborgenen bist, ziehst so ein bisschen an dem Seil von Abelmir. Lass das. Abelmir, es ist die Musik. Sie veranlasst mich zu tanzen. Dann lass mich hier verschwinden. Ja. Gibt es da hinter dem Altarstein, den Opferstein, Räumlichkeiten? Nee, tatsächlich nicht. Du siehst hier nur den großen Altar, großer Dekapus auch wieder, der hier ausgebreitet ist, dämonisch glotzend oder glosendes Auge. Aber hier sind keine Räumlichkeiten, wie es bei normalen Menschen der Fall wäre. Und ja, wenn ihr euch ein bisschen umseht, auch noch ein bisschen diesen Gesprächen lauscht, könnt ihr wohl sehen, wie sich der eine Priester dann verabschiedet, abwendet und aus einer der Öffnungen dann wieder nach draußen schwimmt. Hinterher, schnell! Ist das der Hohepriester oder? Nee, das ist der andere. Ach so, okay. Wir sollten warten. Wahrscheinlich sind sie bald ganz allein. Ja, jetzt muss nur der andere Krakonia verschwinden. Ja, ihr wartet weitere 5 Minuten und ihr habt sowieso ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Wenn ihr jetzt eure Tränke, die Dauer verliert, dann habt ihr ein gewaltiges Problem. Und ja, nach grob weiteren 5 Minuten, wenn es denn 5 Minuten gewesen sind, ein weiterer Druck, der wohl von unten ausgeht. Ihr könnt es spüren, wie eine Wasserwelle, die euch gegen die Wände drückt. Irgendwas bewegt sich da unten. Ist das der Meteor von Fex, der sich bewegt, der schabt? Steine, die abgebrochen sind? Als ob irgendetwas von unten versucht, diesen Meteor zu drehen oder zu schieben. Und dann spürt ihr, wie das Gespräch beendet ist und Gul-Yugor ebenso durch eine der Spalten nach draußen schwimmt und Gul-Yok-Yok alleine ist. Er wird sich dann aber ebenso abwenden, blickt noch einmal zu dem Opferstein und schwimmt dann ebenso nach draußen. Im Hinterher. Jetzt aber. Würde mal in diese dunkle Tief gucken, ob ich da auch schon Junge erkennen kann, irgendetwas. Dadurch, dass ihr aktuell im Inneren vom Tempel seid, kannst du es nicht erkennen. Du müsstest dann wieder nach draußen schwimmen, dich im silbernen Licht baden. Dann könntest du vielleicht wieder was erkennen, was da wohl gerade mit dem Schlussstein passiert ist. Aber ja, gerade wenig. Ihr könnt mal eine Schwimmenprobe würfeln, ob ihr denn schneller seid. Schleichen macht keinen Sinn und auch sich verstecken nicht, weil ihr sowieso unter dem Zauber liegt. Aber ob ihr schnell genug seid, gerade wenn ihr an einem Seil verbunden seid, ja, schneller als ein Krakonier. Ich gebe mal 5 ASP aus, um mein Meisterhandwerk Schwimmen zu ziehen. Ausgezeichnete Idee. Du hast echt vor 10.000 Stunden oder so Meisterhandwerk Schwimmen gekauft für diesen Natürlich. Tag heute? Ja. Fürs Finale. Respekt. Ja, Boltax, du merkst, wie Abelmir dich ein bisschen behindert. Du weißt auch, wenn du ihn jetzt löst, du wärst zwar schneller, aber du würdest ihn nie wiederfinden, zumindest nicht mit dem Ignorantia. Mhm. Du wirst auch den Weg nach oben nicht finden, weil die Highreiter nicht wissen, wo du bist. Und naja, wenn Rafim kommt, bist du längst tot. Dementsprechend ziehst und zerrst du ihn selber. Der Krakonia ist zum Glück dick genug, aber du kannst ihn dann greifen, wenn du magst, und dann sein Priestergewand wieder nach hinten ziehen. Wäre eine Möglichkeit. Ja, wenn das jetzt für mich die einzige Möglichkeit erscheint,
ihm überhaupt irgendwas einzuflüstern. Also wenn das jetzt mit dem Traum nicht zu funktionieren scheint, dann werde ich es mit einer Halluzination probieren. Du kannst ihn natürlich auch schlafen legen, aber er schläft aktuell nicht, ne? Also er würde wieder nach oben schwimmen, durch eine der Spalte. Okay. Wichtige Frage an dieser Stelle. Ist er gerade besonders aktiv oder also muss ich eine Ohnmacht machen oder kriege ich es mit einem normalen Somnigravis hin? Also er kämpft gerade nicht. Er rechnet auch mit sowas nicht, weil er im Prinzip alleine ist. Also sein Bruder Gul'jugor ist vorgeschwommen, er ist nachgeschwommen, aber da sind nochmal so vielleicht eine Minute Abstand zwischen denen. Ja, alles klar, dann kommt der normale Somnigravis. Der geht bis auf 7 Schritt, da muss ich ihn nicht mal berühren für. Gut. Viele Astralpunkte, viel Sternkraft, die jetzt, du siehst sie tatsächlich, du sprichst deinen Zauber und du siehst, wie silbrige Energie deinen Körper verlässt und dann nach unten in eine Strömung gesogen wird, als würde sie von den Niederhöllen oder von Fuchs Hubert angezogen werden. Siehst du, wie deine Astralkraft aus dem Körper herausfließt. Und dann, ja, er bleibt auf der Stelle, sein Kopf döst so ein bisschen nach unten, so ein bisschen auf seine fette Brust gelegt, bewegt er sich ja gerade erstmal nicht weiter, zumindest hat er aufgehört zu schwimmen. Okay, alles klar. Dann, wie schätze ich ihn ein? Scheint er jetzt zu schlafen oder nicht? Ja, du hast gemerkt, dass du durch seine Magieresistenz durchgekommen bist. Alles gut, also gehe ich davon aus, dass er schläft. Genau. Und dann würde ich an ihn heranschwimmen. Und ich habe jetzt 2 Möglichkeiten tatsächlich, ihm Träume einzuflüstern. Ich will an dieser Stelle jetzt fragen, soll ich es mit einer Halluzination machen? Das ist eine super lame Sache, weil ich ihm einfach genau das einflüstere, was passiert und ich de facto nicht in seine Träume eindringe, selbst nicht sehe und selbst nicht drin bin. Das wäre die einfache Möglichkeit, oder ich benutze den Blick in die Gedanken und meine Traumgänger. Und wir gucken mal, was in dem Traum passiert. Ist tatsächlich die deutlich schwierigere Möglichkeit, weil wir mehr würfeln müssen und haben wir aber noch nie gemacht. Also ich finde es ein bisschen langweilig, die Halluzinationen zu ziehen, aber es ist die sichere Bank. Ja, dann mach doch die zweite Variante, vor allem, weil du dann auch weiteres Innenleben der Krakonia bekommst. Ja, gut. Würde dir ja auch helfen. Na, richtig. Dann mache ich den Blick in die Gedanken, Variante Traumreise. Der kostet mich 3, also der ist um 3 erschwert, aber dadurch, dass ich ein Traumgänger bin, ist er wiederum um 3 erleichtert. Ich lasse mir Zeit und der kostet mich insgesamt 6 ASP. Dann bin ich an 14. Eine Erleichterung insgesamt um 3. Blick in die Gedanken, Traumreise. Nicht Blick in die Vergangenheit, sondern Blick in die Gedanken. Ich denke, auch damit dürfte ich seine Magieresistenz geknackt haben, oder? Ja, vor allem, weil er schläft. Das ist ja sowieso nicht voll anzurechnen. Mhm. Okay. Ja. Dann trete ich ein in seinen Traum. Und du darfst mir jetzt erstmal tatsächlich gar nicht beschreiben, was er träumt, denn bisher träumt er nicht, denn er liegt ja unterm Somnigravis. Und hier kommt jetzt mein Traumgänger. Der traumlose Schlaf. Genau. Hier kommt jetzt mein Traumgänger, denn ich kann den Traum derartig gestalten, wie ich es möchte. Ich erzähle dir jetzt, was ich ihm eingeben möchte. Und je nachdem, wie mein Würfelergebnis dann aussieht, kannst du mir sagen, ob das gelingt oder nicht. Und zwar, der Krakonia schwimmt. Er schwimmt in einem grünlich aalleuchtenden Licht und vor ihm schwebt übergroß sein Gott, Yonaho. Und dieser spricht aus 1000 Mündern zu ihm auf Risso, seltsamerweise, weil das die einzige Sprache ist, die ich kenne, die er auch versteht, aber naja, da man in Gedanken sowieso kommuniziert, ist das nicht so relevant. Und er wird ihm eine Prophezeiung geben
und er wird ihm einen Auftrag geben, einen göttlichen Auftrag. Die Prophezeiung wird sein, es wird ein großer Rochen kommen. An dem Tag musst du wählen und in meinem Sinne sollst du wählen. Denn der Krieger, der mit dem Rochen kommt, wird sich einer Sache verschrieben haben. Und diese Sache ist auch meine Sache. Traue ihm und vertraue ihm. Aber gedenke, er ist, was sein kann. Du, er ist die Kraft merkst, und die Macht. Du merkst, wie die, also all das siehst du und du formst es genauso, wie du es haben willst. Und du siehst auch, wie er nach oben blickt und seinen Gott erkennt, zu dem gewaltigen Kraken spricht. Und als du dann von dem Krieg und dem Krieger sprichst, da merkst du, wie dir dieser Traum weggenommen wird. Wie wieder silbriges Licht durch diesen Traum scheint und ihn dir kaputt wischt. Du siehst, wie er sich dreht und windet. Du vermutest, dass es wohl eine Art Albtraum jetzt gerade geworden ist. Und um dich herum der Krieg der Ströme ausbricht. Du siehst, wie Krakonier gegen Krakonier kämpfen. Es sind Myriaden von ihnen, wie ein fürchterlicher Krieg entbrennt. Und du siehst auch einige Mare zwischen ihnen. Ein einziger, der weiß ist, aber viele Schwarze und unglaublich viele Krakonier, die miteinander kämpfen, krakonische Rebellen. Du siehst wohl, wie dem Maar die Ringe abgetrennt werden. Einer nach dem anderen. Es kostet unglaublich viele Kreaturen des Wassers. Und du hast auch kein richtiges Zeitgefühl, aber du spürst, wie dieser Krieg der Ströme über Jahrzehnte dauert. Das ist so deine Vermutung, wie er dir einfach weggenommen wird, dieser Traum als Traumgänger. Und du versuchst auch sonst so zu tasten, ob du ihn wieder verändern kannst. Du kannst ihn gerade nicht verändern und du kannst ihn auch gerade nicht verlassen. Und dann Ich kann ihn nicht verändern, also ich kann zumindest drauf würfeln mit Heilkunde Seele. Ich kann jeden Traum, in dem ich willentlich bin, auch verändern. Aktuell nicht. Außer jemand anders verändert den Traum. Außer jemand anderes verändert gerade die, genau. Du merkst, wie irgendetwas sich in diesen Traum hineingeschoben hat und aber dann kann ich gegenwürfeln. Ja, aber du kannst gegen Götter nicht würfeln. Du kannst nicht gegen Götter gegenwürfeln. Okay, ja gut. Du kannst würfeln, aber die haben halt auf alles eine plus 300. So. Also du wirst angezogen von diesem Blut, was fließt, auch wenn es nicht dein Blut ist. Aber es ist unglaublich traurig, wie ihr nichts von diesem Krieg der Ströme mitbekommen habt und wie unglaublich brutal es abläuft. Wie, du siehst Mordor in all seiner Macht und dann, gut klar, die Macht wird weniger. Du siehst, wie er Ring um Ring verliert, bis dann mit dem letzten Aufständischen Mordor besiegt wird, gebannt wird und seine Armreife, die Essenz von Lamaria, gebannt wird in große eisenbeschlagene Truhen, auf das Mordor vernichtet wird und Fraggur nachfolgt. Ja, es ist... Für dich sind es Jahre, die in diesem Traum vergehen. Du hast das Gefühl, dass du alt wirst, dass du nie wieder aus diesem Traum herauskommst. Und dann bist du wieder vor dem gewaltigen krakonischen Leib, diesem Krakenleib, den du gerade projiziert hast. Aber du bist alt geworden. Mich sieht er selbst gar nicht in dem Traum. Er sieht dich nicht, nein. Du hast wieder die Kontrolle. Dies war eine Vision dessen, was passiert ist. Mein Kind. Du bist das Zünglein an der Waage. Und mein Wille soll durch dich fließen. Du weißt, was zu tun ist. Du weißt, dass alte Feindschaften nicht vergolten werden können. Nicht die Landbewohner sind diesmal eure Feinde. Nein, es ist der weiße Maar. Du weißt, wozu er imstande ist. Du weißt, was seine Ringe tun können. Und du kannst einer der sein, die ihm die Ringe nehmen. Doch darauf kommt es an. Siehe die Zeichen, erkenne deinen Gott und tue, was dir geheißen. Mit dieser kryptischen Vision würde ich ihn dann auch wieder zurücklassen. Ja, du wachst wieder auf, erhebst dich aus dem Traum von Gul-Yok-Yuk und musst tatsächlich erstmal wieder ausatmen. Es sind für dich Jahre vergangen. Du warst Jahre und Jahrzehnte in diesem Traum gefangen.
Bäume, nicht wahr? Was? Bist du wieder wach? Ja, ich habe den Krieg der Wogen gesehen. Es war schrecklich, wie wir das nicht mitbekommen konnten. Oh, ich habe Murudal gesehen und seine Ringe und über welche Macht er geboten hat. Das wird kein einfacher Kampf. Rafim, du blickst vor dir auf die selbstgebaute Sonnenuhr, hast einige Zahlen auf den Sand geschrieben, hast dir einen großen Stecken aus Eisen genommen, der vor dir am Strand lag, hast den einfach nach oben in den Sand reingerammt und ja, jetzt blickst du auf diese Sonnenuhr. Warte, darf ich Wettervorhersage würfeln, um zu merken, wie gut ich das gemacht habe? Ja, selbstverständlich. Du hast ja auch eine herausragende Orientierung. Ist jetzt nicht schön, aber es ja, mit der du hast eine herausragende Orientierung. Kannst du denn die Erschwernis mit der 19 noch wieder abbauen? Also, du bist der Meinung, es ist jetzt ein Tag vergangen und die Stunde dreut, dass du dich auf Vautor stürzen darfst. Du weißt nicht, ob die anderen erfolgreich sind oder waren, ob sie es überhaupt schon nach unten geschafft haben oder ob sie von Haien zerrissen worden sind, aber im Prinzip würdest du dich jetzt aufmachen müssen, damit du rechtzeitig dort bist. Wunderbar, dann würde ich mich, also ich nehme an, der Krakonia ist vermutlich bei mir geblieben, richtig? Genau, der steht bzw. sitzt in Meditation auf einem eigenen kleinen Felsen bzw. diese Stelen, die da herausragen am Strand vom alten Jolviamat, und du könntest ihn dann auch herbeirufen. Ist in der Nähe ungefähr 10, 20 Meter entfernt. Ja, ich nehme an, meine Alchemiker hatte man mir übergeben, bevor die losgefahren sind, weil sonst werde ich jetzt gleich ertrinken. Nee, die hatte man dir im Vorfeld schon gegeben. Die hatte Serpentilio als erstes für dich gebraut, dann abgestellt für dich, und er hatte dann weitere Portionen gekocht auf der Überfahrt. Okay, perfekt. Ich bin ja gar jetzt nicht so unerfahren im Wasserkampf. Welche meiner Rüstungsteile halte ich für bescheuert, unter Wasser zu tragen? Also Armschienen, Beinschienen, Kettenhemden, was halte alles, ich für machbar? Alles, was Leder oder Stoff ist, ist böse. Rest ist nicht so wild. Warte. Geben Sie einen Moment. Ich meine, du bist ja natürlich darüber im Klaren, dass Salzwasser pures Gift für Metallrüstung. Ich wollte gerade sagen, Salzwasser ja, was Rost angeht, aber ich denke, Haltbarkeit ist nicht mehr ganz oben auf deiner Prioritätenliste. Ich habe andere Probleme. Ja. Ich kann dir nur eine Rüstung aus Keratin empfehlen. So, wattierte Unterkleidung, lederne Armschienen, Brustplatten, solche Sachen solltest du wegschmeißen. Auch sowas wie Kettensachen, weil die viel Oberfläche haben, wo dann das Salzwasser angreifen kann. Ja, wir sind ja gerade darauf gekommen, dass ihm das echt egal ist. Ich hab halt echt andere Probleme. Außerdem, was bist du denn bitte schön für ein Ritter, der sein Kettenhemd nicht brüniert? Ist also ich entsetzt. Hab Armschienen, Beinschienen, Kettenhemd, Schaller, die Kappe ist vermutlich Blödsinn, weil die wird aus Stoff oder aus Leder sein, die will ich also ausziehen. Ich glaube, du sollst den Helm generell wegwerfen, da unten ist schon schwer genug zu sehen. Ich muss nichts sehen, ich muss nicht aufs Maul kriegen. Da würde ich nämlich noch meine Rüstung. Also entweder ich lege die da auch da an den Strand, das stört mich nicht, klaut schon keiner. Bruder Sharak, es ist soweit. Ich werde dich begleiten. Rufe Vautor und ich folge dir nach. Ja, ich würde jetzt erstmal die beiden Tränke einverleiben. Und dann auch das erste Mal versuchen, unter Wasser zu atmen und hoffe, dass es funktioniert, weil ich habe nicht so ein Vertrauen in Sepetius Küchenkünste da. Warst du nicht mit uns bei Chalvin? Du warst auch bei Chalvin, ja. Ist kein Grund, deinen Fähigkeiten zu vertrauen. Auch ein blindes Huhn findet man. Aber Serpentilio war damals nicht unten. Das war jahrelang. Das war noch nicht deine Kunst. Das stimmt. Sobald ich unter Wasser bin, ich habe natürlich nicht Risso gelernt, weil es ist unter meiner Würde, sowas zu lernen, kann ich über eine Liturgiekenntnis versuchen, dieses Wesen zu mir zu rufen? Kannst du natürlich tun. Du bist Chorgeweihter, damit sollte das gehen. Ein Rondra-Geweihter hätte damit jetzt Probleme. Also wäre das überhaupt kein Problem. Eine ganz einfache Liturgiekenntnisprobe, plus 3. Okay, plus 3. Ja, ich habe 20 Punkte. Also Speer habe ich ja dabei. Ja. Du hast Frimlar hast du dabei. Den kannst du in den Boden dann rammen, in den Sandboden und brüllst einfach unter Wasser, so laut wie du kannst, sodass du erst ein Zittern merkst, ein Zittern, das durch die Wellen geht.
und dann spürst du, wie Wasser verdrängt wird, du leicht angehoben wirst und dann siehst du dieses gewaltige schwarze Monument auf dich zurasen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Eleganz, bis es dann vor dir zum Stehen kommt, blitzschnell dreht und ja, der Schwanz so ein bisschen wirbelt umherzuckt. Du siehst, wie Schragner Kuhl, der andere Krakonier, auch ins Wasser gleitet und taucht und tatsächlich auch mit seinen Füßen jetzt Antrieb gibt, sodass er dann blitzschnell in die Tiefe senkt und du könntest dich jetzt an deinem eigenen Wautor festhalten. Ja, das würde ich dann auch tun. Ich nehme an, dass Tier ist ja vermutlich schon gar nicht richtig, sondern das Wesen in dem Fall weiß ja schon, was wir vorhaben. Mhm. Dementsprechend würde ich jetzt keine Befehle geben. Ich glaube auch nicht, dass es auf mich hören wird. Vielleicht sogar, aber es weiß selbstverständlich, was ihr vorhabt. Den letzten Kampf für Kor oder für Krakon führen. Dementsprechend ist das auch so eine, du greifst zu, du spürst eine Verbindung, die du mit deinem ja, Tier ist, wie gesagt, nicht richtig mit diesem Wesen eingehst und ja, während du dann, die Kälte ist noch gar nicht so schlimm, selbstverständlich, du musst atmen und du bist sehr dankbar für diesen Wassertrank, auch gerade, weil er überhaupt keine Rücksicht auf dich nimmt und nicht an der Wasseroberfläche, sondern direkt in den Tiefen startet und wenn der Meeresboden hier abfällt, wird er direkt am Meeresboden entlang gleiten, sodass du dann nach sicherlich dem ersten Kilometer, den du dann geschwommen bist, dann auch so tief unten bist wie irgend möglich und auch in absoluter Finsternis und Schwärze schwimmst.